Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Mit Knut Elstermann. Ja, beim nächsten Film ist es gelungen, einen ganz großen Wurf hier zu vollbringen. Bei der Berlinale mit einem Film gleich drei Bären. Und die drei Bären stehen jetzt hier auch. Und wir freuen uns sehr, der Regisseur war gestern schon bei uns. Die beiden Hauptdarsteller und auch die einzigen Darsteller des Films, die sind schon abgereist gewesen, sind extra wieder eingeflogen aus Moskau. Und das ist eine wunderbare Entscheidung, auch beide Darsteller auszuzeichnen, denn die tragen den Film. Es gibt sonst niemanden, außer den Eisbären. Noch wenn die den Film gesehen haben, gibt es kurz einen Eisbären, der auftaucht. Jetzt haben sie aber ja Bären noch dazu bekommen. Und wir freuen uns sehr, dass die beiden Hauptdarsteller da sind, die ausgezeichnet wurden für den Film How I Ended the Summer or Katja Pravel ehrt im Lehrturm. Herzlich willkommen Grigori Drobrigin und Sergej Puskepalis. Good to have you here. Das sind die Darstellerpreise, die Sie beide erhalten haben. Beste Darsteller dieser Berlinale. Und wir freuen uns sehr, dass der Schöpfer dieses Films bei uns ist, der diesen atemberaubenden Film gemacht hat. Er ist also heute wieder bei uns, Regie und Buch von diesem Film, also Katja Pravel, ehrt im Lehrturm, Alexej Pabergrewski. Hallo. Dobry večer. Er hat dieses Werk geschaffen und jetzt fragen Sie sich, wofür ist der dritte Bär? Der ist für den besten Kameramann, also große, herausragende künstlerische Leistung. Auch das, finde ich, ist eine hervorragende Entscheidung der Jury. Der Preis wurde mitgenommen, dann nach Moskau. Der Kameramann ist nicht da, aber wir gratulieren ihm von hier aus ganz herzlich. Pavel Kostomarov bekommt also den Preis für die beste Kamera und das ist auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Sind alle ganz offensichtlich einverstanden. Julia wird wieder für uns übersetzen und die erste Frage geht natürlich erstmal an den Schöpfer dieses Films, der vermutlich doch ganz zufrieden ist mit der Entscheidung, dass man beide Darsteller bedacht hat. Sonst müsste er einen immer trösten und irgendwie versuchen, da gute Laune zu erzeugen. Вы знаете, если бы кто-то один из них получил приз, а второй не получил, я бы того, кто получил, поколотил бы. Wissen Sie, wenn nur einer Preis bekommen hätte, dann hätte ich den Preis bekommen, habe irgendwie meinen geschlagen. Я аплодирую мудрости жюри, потому что все актеры нашего фильма, они все заслуживали самой высокой награды, и я именно на это очень и очень надеялся. Also das ist einfach die Entscheidung der Jury war sehr weise, ein Applaus dafür und das war sehr schön und ich hatte darauf gehofft, wenn dann beide Schauspieler und so war es auch gekommen. So war es, weil die Jury was davon versteht, was sie tut, ganz offensichtlich. Das ist ja die Geschichte einer Insel, wir sind auf einer Insel, das ist eine Wetterstation, ganz einsam, hoch im Norden, wunderschöne Landschaft. Da ist also schon einer seit vielen Jahren, das sind eben Sie, also Sergej ist das, der also schon so ein alter Hase ist im gewissen Sinne und dann kommt plötzlich dieser junge Mann dazu, der so eher ein Praktikant ist, die Sache nicht so furchtbar leicht nimmt. Also vielleicht können Sie uns Ihre Figur mal vorstellen, Sergej, und sagen auch, wie Sie auf diesen jungen Mann so reagieren, also was der für Sie am Anfang bedeutet. Also Freundschaft auf den ersten Blick ist es ja nicht. Вероятно, все-таки это не была как бы дружба с первого взгляда. Вот как ваш герой реагирует на этого молодого коллегу? Ну, сначала как на некую необходимость, которую тоже надо преодолеть, как и тяжелый климат, как суровые условия там, пребывания, а потом уже это уже перерастает в какую-то привязанность и в ответственность. Also als erstes ist das eher so eine Notwendigkeit, man muss einfach damit sich abfinden, das Klima ist hart und das auch noch dieser junge Mann. Aber dann mit der Zeit entwickelt man sich schon so ein Gefühl, vielleicht also ein Gefühl der Verantwortung in erster Linie. Jetzt passiert natürlich auch was. Denken Sie nicht, dass die beiden da bloß am Wetter irgendwie messen und Daten aufnehmen, sondern es passiert was sehr Dramatisches sogar. Während der ältere Herr unterwegs ist, fischt immer zu, erhält der junge Mann eben eine Nachricht, und zwar eine ganz wichtige Nachricht. Und diese Nachricht, die will er nicht weitergeben. Es ist eine schlimme Nachricht, muss man auch sagen. Also was Schreckliches passiert in der Familie des älteren Kollegen. Und jetzt überlegt er eigentlich über einen langen Zeitraum in diesem Film, soll ich es sagen oder nicht? Und es ging mir so, und ich weiß, es ging fast jedem so bei diesem Film, man überlegt sofort, was würde ich jetzt machen? Es ist so abgelegen, er käme jetzt sowieso nicht so schnell zu seiner Familie. Es ist alles kompliziert. Und ich frage jetzt einmal den Schauspieler, nämlich Grigori, wie hätte er sich denn persönlich verhalten? Also jetzt nicht die Filmfigur, sondern er selbst. Hätte er es ihm gesagt oder hätte er auch so lange gewartet wie eben der junge Mann im Film? То есть как бы вы вот сделали вот в жизни, не как герой, а как человек, если бы вы попали в такую ситуацию? Вот что бы вы сделали? Вы все-таки сказали, не сказали? Как бы вы себя вели в такой ситуации? Ну вот в этой истории просто мой герой и я, они очень похожи, практически скреплены. И те ощущения, которые испытывает герой, наверное, я бы испытывал именно так же, потому что тут все не придумано, а взято из жизни. Я помню свои детские впечатления, когда я боялся что-то сказать и до конца тянул, пока вот не припрет, да, вот, вот не мог сказать. И даже вот в нынешней жизни я не всегда могу сказать сразу что-то.
Interessanterweise, ich konnte mich von Anfang an sehr gut mit dem Helden identifizieren. Es war auch in meiner Kindheit so, ich hatte echt Probleme, wenn ich dann irgendwas Unangenehmes sagen musste. Ich habe das immer so lange hinausgezögert, bis es wirklich nicht mehr weiterging. Von daher war es für mich überhaupt kein Problem, mich da so hineinzuversetzen. Das ist absolut gleich, wie es bei mir auch gewesen wäre in so einer Situation. Wie müssen wir uns denn die Dreharbeiten vorstellen auf dieser Insel? Es war ja wohl auch kalt dort, also wie es da aussieht. Es sind nur zwei Schauspieler aufeinander angewiesen, miteinander, also auch verkettet geradezu. Und ich kann mir denken, noch dazu bei einer so psychologisch genau lotenden Geschichte, waren das auch Dreharbeiten, die man nicht einfach so abwickelt, sondern es ging vielleicht auch wirklich an die Substanz der jeweiligen künstlerischen Persönlichkeit. Сложно, наверное, да, вот эту съемку проводить, что просто очень прям чисто физически и морально, наверное, были вовлечены в этот процесс. Und der Regisseur antwortet, Алексей. Ну вот сейчас мы находимся в теплом помещении в Берлине, в замечательном городе, и кажется, что действительно, наверное, это все было очень тяжело и экстремально. Also jetzt, wo wir jetzt hier in diesem schönen Raum, wo es schön warm und hell ist, stehen, dann und zurückdenken an die Dreharbeiten, dann war es wirklich total hart. Но там действительно нашим очень небольшим коллективом и бок о бок постоянно находясь, мы довольно быстро вошли в эту жизнь, и она стала для нас казаться нормальной. Aber interessanterweise, als wir da waren und gedreht haben, dann haben wir uns in dieses Leben ziemlich schnell reingefunden. Das war so organisch, das war, als ob das immer so sein musste. Das war schon interessant. Ну, мало того, что нормально, я сейчас понимаю, и каждый из нас, наверное, и Гриша, и Сергей согласятся. Вот сейчас мы вспоминаем этот участок нашей жизни как действительно настоящую подлинную жизнь. То, чего в городе практически никогда не испытываешь. Das haben wir eigentlich als richtig wahres Leben erlebt. Wenn man in so einer Großstadt lebt, kann man sowas gar nicht erleben. Aber da ist es so ursprünglich alles. Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Und nochmal die Frage auch an die Schauspieler weitergereicht, wie die Erfahrung für euch war, also gemeinsam aufeinander angewiesen zu sein. Es gibt nicht noch einen Kollegen oder Kollegin, mit der man sich mal dann in der Kantine kurz unterhalten kann über den anderen, sondern man muss sich absolut aufeinander einlassen, hat keine Rückzugsmöglichkeiten. С кем можно было поговорить. Вы все время были только вместе, вдвоем. Нет, это кажется в фильме, что мы только вдвоем, но там еще помимо нас двух еще была прекрасная команда из 16 человек, которую вот Алексей завербовал, так сказать, таких фанатов хорошего, настоящего кино, которые все бросили и поехали, отставили свои какие-то планы и поехали на край света. Naja, das sieht ja nur im Film so aus, als ob wir nur zu zweit da waren. Es gab da noch ein Team, ein herrlicher, wunderbarer Team von 16 Leuten, die wirklich alle ihre Pläne zurückgestellt haben und sozusagen dem Ruf des Regisseurs Alexei dann gefolgt haben. Und das war ganz, ganz wunderbar Zusammenarbeit. Aber auch die Frage nochmal an Sie, also an den jungen Darsteller in diesem Film. Es ist auch wirklich eine sehr existenzielle Geschichte und so spielt ihr ja auch. Also man hat den Eindruck, das ist mit einer großen, auch körperlichen und seelischen Hingabe gespielt. Denn der Konflikt zwischen den beiden wird immer existenzieller und er kann sich auf dieser Insel ja auch entfalten. Also vielleicht nochmal ein Wort wirklich zu dieser sehr intensiven Schauspielerleistung der beiden. То есть вот как вы пережили это очень интенсивная, наверное, была работа над этим фильмом, вам как актеру, как она? Ну, это моя первая работа, ну, как дебют в кино, и физически, когда, да, там есть сцены пробежек каких-то, ныряний, это было удовольствие, как детская какая-то радость, что ты делаешь то, что ты хочешь, а тебя еще снимает камера. Das war meine erste Rolle im Kino, es ist ein Debüt. Das war so unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn ich so körperlich was machen durfte, das war irgendwie so ein ganz schönes Gefühl. Ich durfte ja mich austoben, wie ein Kind, da rennen, springen, das war schön. Ну, были трудные моменты, вот какие-то сцены, но благодаря Алексею Попогребскому, который находил нужные слова, интонации, какие-то подход, и Сергею Паскипалесу, я не говорю о всей группе, которая помогала создавать это кино, этот образ, и тех людей, которые были в Москве, и вообще все поддерживали. Но я говорю именно о тех людях, которые непосредственно, Паше Костомарове, который снимал эту картину, как они поддерживали меня, и как мы поддерживали друг друга. И вот вы говорили о трудностях. Вот если те отношения, которые были с Сергеем по фильму,
Долго, да? Долго, да. Большое спасибо. Ja, das waren auch natürlich schwierige Momente, schwierige Szenen. Aber ich muss hier einfach sagen, ich danke sehr meinen Kollegen, in erster Linie natürlich dem Regisseur Alexei Popov-Grebski und meinen Kollegen Sergei Puskipalis, die haben mich wirklich, und Pavel Kostomarov, unser Kameramann, die haben mich wirklich sehr, sehr unterstützt, insbesondere sie. Natürlich gab es da auch andere Kollegen, aber sie haben mir sehr, sehr gut geholfen. Das war so eine gemeinsame Arbeit. Те отношения, которые были в фильме, вот отцовско-детским, отцовско, конфликтом отцов и детей, да, конфликтные, то, на площ... то в жизни это были отношения там, отцовско-детские, только дружественные, самые дружественные, которые были вообще у меня, наверное, за многие годы. Вот этот коллектив, команда, которая, по которой сплотил Алексей Попогребский. Also das war, wenn wir auf der Leinwand so einen Konflikt, so quasi so Vater- und Sohn-Konflikt hatten, denn im richtigen Leben war es eine sehr, sehr tiefe freundschaftliche Beziehung zwischen uns allen. Und sowas habe ich eigentlich in meinem Leben wahrscheinlich noch nie erleben dürfen. Es hat gleich geklappt, mit der ersten Rolle gab es auch gleich einen der wichtigsten Preise dieser Welt, einen der wichtigsten Festivals, hat er also den Darstellerpreis gewonnen, die beiden zusammen. Und das ist ein Vater-Sohn-Verhältnis im Film, eine große archaische Geschichte, dieser Film Как я провел этим летом. Übersetzt hat übrigens für uns Julia, die ja das russische Filmfest macht im Herbst und wahrscheinlich schon versuchen wird, diesen Film auf jeden Fall irgendwie zu bekommen und zu zeigen dort. Wäre schön für uns alle, denn den muss man im Kino auch nochmal sehen. Wir gratulieren noch einmal sehr herzlich dem Regisseur, der schon mit Coq de Bel einen großartigen Film gemacht hat, jetzt sein zweites großes Meisterwerk. Herzlichen Dank und nochmal alles Gute. Wir bedanken uns bei Alexei Popov-Grebski und natürlich gratulieren wir herzlich den beiden Darstellern, die den Silbernen Bären der Berlinale bekommen haben, als beste Darsteller Grigorij Dobrygin und Sergej Puskipalis. Большое спасибо и всего хорошего для вас. Большое спасибо вам. Radio 1. Der Berlinale Night Talk.